Hallo liebe Freunde, willkommen zur 55. Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und ja, wir gehen jetzt in diese Eishöhle unter dem Leuchtturm. Ja, aber wenn da noch mehr von diesen Kackviechern kommen, dann wird das echt hart für uns. Okay, Leute. Wieder so ein bekackter Chaurus. Aber ich sag euch was. Wir machen das Speziale. Wir machen das anders. Wir benutzen mal die Bestiengestalt. Ja, warum nicht? Aber nicht jetzt. Nee, komm. Halt mir jetzt Zwergenschild. Benutzen mal. Aber demnächst mal können wir mal die Bestiengestalt benutzen, wenn wir die eh schon haben. Was soll das sein da unten drin? Okay. Was ist denn Falmer? Das glaube ich jetzt, Leute, war unsere erste Begegnung mit einem Raben. Hexenraben. Oder? Nee, Falmer. Könnte auch den echten Falmer gewesen sein. Ah, mein Gott, du. The Money. Money, arme Sau. Okay. Ja, ich hoffe ja irgendwie doch auf eine Truhe. Falmer-Schwert, okay. Ah. Okay, da gibt's ein Tor. Alles klar, dann werden wir wohl durch das Tor durch müssen. Scheint mir. Hoffentlich gibt's da nicht noch mehr Falmer dahinter. Ganz ehrlich. Das sind diese schlimmen Dinger. Die Chaurus. Boah, und die haben wir davor so noch nicht gehabt, bis jetzt. Ja.
Könnte mir auch vorstellen, dass wir langsam aber sicher vielleicht doch in diese Art von Spiel hier übergehen, wo es echt eklig werden könnte. Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht sein, aber könnte ich mir vorstellen. Weil diese Falmer hier, die sind meiner Meinung nach schon ein bisschen nasty gewesen. Okay. Oh, Leute. Also. Gut, die Falle war jetzt auf jeden Fall so, dass die mehr als unangenehm. Oh, Leute. Sauber. Gut erwischt. Gut erwischt. Gott sei Dank sind die Falmer nicht allzu stark. Was ist das? Dwemer. Scrap Metal. Okay, klasse. Falmer-Pfeil. Okay, nehme ich mal mit. Oh. Und Falmer-Schwert habe ich. Falmer Bogen habe ich auch, oder? Ja. Ey, das hier, was diese Jungs unter ihrem schönen Leuchtturm haben, ja, das ist das Allerübelste. Was man sich überhaupt vorstellen kann. Oh, Leute, echt, ey. Pfui. Was machen die auch da unter ihrem... Erledigt. Fuck. Scheiße, bin ich selber schuld. Okay, Leute, macht nichts. Macht gar nichts aus, da bin ich selber schuld. Das machen wir jetzt besser.
Okay, warum hast du da jetzt zwei Gegner? Okay. Aber vor allem Kriegsachs haben wir keine, oder? Okay. Also die haben jetzt überhaupt gar keinen Schaden auf mich verursacht. Was ich zugegebenermaßen doch was ziemlich cool finde, also. Sudi, na toll. Bekritzelte Seite. Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier unten sind. Vater kam herunter, um uns zu suchen. Aber diese Kreaturen haben auch ihn gefangen genommen. Ich habe ihn gefragt, ob er Mutter oder Manny gesehen hätte, aber ich weiß nicht, ob er mich überhaupt hören konnte. Einer dieser großen Käfer schlug ihn, als er versuchte zu entkommen. Und nun hat er Fieber. Ja. So ist es nämlich. Na toll. So was haben wir hier auf jeden Fall auch nie gesehen, oder? Ein bisschen was von Aliens. Hey, guckt euch mal die Pilzausbeute an, die es hier gibt. Das gibt's ja gar nicht. Oh, die Sache ist schon die, jetzt müssen wir auch mal langsam irgendwann da was machen mit den Pilzen, weil ansonsten bringt uns die ganze Sammelei gar nichts. Wenn man die nur sammelt, aber nie benutzt. Oh yeah. Ah, genau, den kennen wir ja. Falmer-Schild. Habe ich schon eins? Falmer-Schwert brauche ich auch nicht. Okay. Auf, Freunde. Jetzt wird's. Boah.
Okay, wir sollten auf jeden Fall hier runtergehen. Oh, da gibt es jetzt aber mehrere von diesen Chaurussen. Na toll. Okay. Mal speichern. Zwergenpfeil, geil. Okay. So, jetzt machen wir aber auf den Elfenbogen. Gell? Ah, genau. Jawohl. Komm, 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 komm. Okay. Ich gehe runter. Speichern und ab geht's. Gut, also die Leute, diese ganzen Eibeutel hier, das ist schon irgendwie geil. Und die nehme ich mal alle mit. Oder halt viele. Wer weiß, wenn ich jemals wieder zu so ekligen Viechern komme. Und da die Eierbeutel mitnehmen kann, gell?
So. Genug jetzt. Naja gut, ich meine jetzt noch ein paar. Und wenn er mich fragt, dann sind das ganz schön viele. Ja, läuft. Okay. Ah, Leute. Das Sammeltrieb. Was soll ich machen? Okay, genug jetzt. Weiter, 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 weiter. Ah ja, was soll ich mit den Eiern machen? Ah, komm. Oh, fuck. Abgehauen, Drecksviech. Trotzdem ist es Zeit für die neue Stufe, gell? Okay. Was kriegen wir bei... bei... Hallo? Redekunst? Zerstörung? Wiederherstellung? Veränderung? Verzauberung? Schmiedekunst? Da sind wir, dankeschön. Zwergische Schmiedekunst, elfische Schmiedekunst. Ja, geil auf jeden Fall, oder? Drachenrüstung. Oh, Leute. Also. Wir machen die Zwergenschmiedekunst. Geil. Sauber. Sauber, Leute. Okay, das ist die schnellere Version vom Sammeln. Okay, weil jetzt sehe ich aber noch drei andere. In den Viechern. Okay. Oh Mann, Leute, was soll ich sagen? Und weiter. Ihr Pisser. Na halt. Den. Oh, fuck.
Okay. Jetzt ist Zeit für einen Zaubertrank. Oh ja. Ein Cure Poison. Und dann eine Potion of... auf Ding da, auf Health, ne. Minor Healing. Hallo? Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt, aber das Inventar ging nicht auf. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, diese Chaurus-Viecher machen mich übel fertig, ey. Tun wir uns gleich mal anschleichen. Mal gucken, ob es klappt. Feueratem anmachen. Halt und Elfenschild. Elfenbogen. Oh, warum sind denn da so viele da hinten? Okay, Leute, ich sag euch was. Jetzt wird's Zeit, ja, für die einzig wahre Fähigkeit. Oh ja. Oh ja, Leute. Okay. Also die einzig wahre Fähigkeit, die ist ein bisschen bescheiden. Zumindest hier in dem Zusammenhang. Okay. Das macht aber nichts. Wir machen die Sache mit dem Elfenstreitkolben. Leute, hart. Aber egal, weil nächste Folge geht's weiter und dann denke ich mir irgendwas aus, wie wir diese Jungs da flach kriegen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.